Die Todgeweihten grüßen euch zurück bei Let's Play Diablo 3. Ja, da sind wir wieder. Und wir müssen mit Herrn Tyrael reden. Der hat noch was für uns. Zwischen Tür und Angel will der uns irgendwas vertellen. Ich klicke den einfach mal an. Bevor ich sie getötet habe, hat mir Magda gesagt, dass die kaiserliche Wache Lea gefangen genommen hat. Aber beim Außenposten von Kasim hat sich herausgestellt, dass die Wachen Belials Schlangendämonen sind. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser, den Klauen der kaiserlichen Wache, zu entreißen. Ashara von den Eisenwölfen kann uns zum Kaiser bringen. Ich werde mit ihr sprechen. Die Ashara. Eine neue Quest, eine kaiserliche Audienz und der Tyrael hat noch was zu vertellen. Ich quatsch dir einfach mal. Boah, der hat viel zu erzählen. Wollen wir uns das alles jetzt anhören? Mach ruhig mal. Ja, na gut. Über euren Fall. Der Fall Tyrael. Jetzt bring ihn doch nicht um. Lass dir mal quatschen. Ja, sorry. Gut, dann los. Wie konnte euer Fall die Toten erwecken? Ihr wart doch ein Engel. Nicht nur irgendein Engel. Ich war der Erzengel der Gerechtigkeit. Mein Fall hat die rachsüchtigen Toten auferstehen lassen, die während Diablos Schreckensherrschaft ungerechterweise getötet worden sind. Ich konnte nichts dagegen tun. Als meine Macht meinen Körper verließ, hatte ich keinerlei Kontrolle über sie. Ja, das ist natürlich furchtbar. So, Caldeum gleich den nächsten, wa? Caldeum ist die größte Stadt der Welt. Der Herrschaftssitz des Kaiserreichs von Kejistan. Ich habe gehört, dass man es das Juwel des Ostens nennt. Seine Bibliotheken quellen über vor verschlüsselten Folianten voller arkanem Wissen. Und unter den Straßen verbergen sich labyrinthartige Tunnelsysteme. Es ist eine Stadt der Wunder und der Geheimnisse. Na, das wird ja ein Spaß. Ich habe das Gefühl, wir müssen auch noch in die Tunnelsysteme reingehen wahrscheinlich. Ist nur so eine Vermutung. Und was hat's denn mit den Flüchtlingen hier vor Ort auf sich? Ich weiß nicht, wie diese Flüchtlinge durchhalten. Ihre Situation ist düster und es scheint nur wenig Hoffnung für sie zu geben. Wie finden sie die Kraft, weiterzuleben? Leiden macht uns menschlich. Man leidet, aber man lebt weiter. Der menschliche Geist erstaunt mich immer wieder. Macht dich Leiden auch menschlich, Sarazar? Lass mal schnell Verderbnis noch hier anhören. Na gut, bla bla bla. Ich kann Belial in der Luft spüren. Ich sehe seinen Schatten hinter heimgesuchten Augen. Höre, wie seine Stimme Lügen in den Wind flüstert. Er braucht keine Armee, in diese Stadt zu führen. Sie gehört ihm bereits. Belial, der Herr der Lügen, und das ist das Schlimmste überhaupt. Das ist ja ein bisschen wie Politik eigentlich. Hat er sich die Stadt einfach ohne Krieg untertan gemacht. So, wollen wir auf den Bazar. Weiter geht's. Und hier muss doch irgendwo die Ashara rumlaufen. Schaut euch mal an, wie riesig. Von den Silberwölfen. Genau, und die suchen wir ja gerade. Ich erinnere mich gerade an die Szene mit dem Kaninchen. Ach, da ist sie. Hauptmann Rava, hier draußen herrschen erbärmliche Zustände. Den Leuten muss geholfen werden. Wir müssen in die Sicherheit der Stadt. Okay. Ashara, der Kaiser und meine Freundin sind in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Kasim und in Alkanus gehört. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Rava, dieser Mann hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Ich glaube, der Kaiser ist eher empfänglicher für eine Tüte Süßigkeiten. Der soll ja noch ein Kind sein, ne? Nachdem der Dad gestorben ist. Ich erinnere mich da gerade noch so dran. In den Fängen von Belial. Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Ereignis. Der imperiale Thronsaal von Kaiser Hakan dem Zweiten. Oh oh. Wie kühn von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkanus verantwortlich seid. Glaubt diesen Lügen nicht. Was in Alkanus geschehen ist, war das Werk von Magda und ihrem Zirkel. Sie dienten Belial. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein!
Ach was. Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Na super. Es gibt keine Problem. Ach du Scheiße! Das sind ja nette Wachen. Bam! Alter Schwede! Ey, diese Wichte. Jetzt reicht's aber hier. Ich brauch schnell Leben, Leben. Zack. Und weiter drauf. So. Ich habe übrigens mal wieder auf Spektralklinge umgestellt. So, wir sollten hier weg, bevor noch mehr Wachen kommen. Na, hier weiter, komm. Hier, 13 Gold, genau. Wir gucken uns erstmal. Ich glaube, da ist gar nichts. Nee, hier ist echt gar nichts. Das ist ja ein super Palast hier auch. Da musst du wahrscheinlich Backstage rein. Nur mit VIP-Pass. Haben wir leider nicht. Ich gebe euch Rückendeckung. Danke. Jetzt müssen wir in die Kanalisation gelangen. Ich werde alles erklären, wenn wir angekommen sind. Na, das kann ja heiter werden. Jetzt müssen wir uns unseren Weg durch die Stadt prügeln. Hua, hallo. Achso, wie laufe ich denn weg? Ja, hier weiter geht's. Helf mir doch mal. Ja, natürlich, ich bin auch schon dabei. Gegen den Schuppen-Magus und die ganze Bagage hier. Ganze Truppe. Mann. Die lassen nichts anbrennen. Außer uns. Und nochmal. Dasselbe Spiel von vorn. Da vorne, was ist das denn hier? Dämonenbeschwörer. Was macht der denn hier für komische Dinger? Ich räume mal. Scheiße, Mann. Junge. Muss mal ein bisschen hier raus gerade. Ich krieg mich auf die Kauleiste. Ach, der lebt ja noch. So, und hier schön das Gold einsacken. Natürlich. Und hier geht's gleich weiter. Ach, Alter, ich kann nicht betäuben, während ich es verwandle. Genau, das habe ich gerade auch gemerkt, denn ich habe da mit dem Eiszauber angegriffen. Mit der Frost Nova, die ja alle Gegner einfriert. Aber das ging leider nicht so. Weiter. Von hier aus muss es einen Weg in die Kanalisation geben. Vorsicht, von hinten. Oh, von überall, nicht nur von hinten. Beruhigen! Ich glaube, ich muss hier. Ich muss hier schnell raus. Ich muss hier gerade schnell einen Heiltrank nehmen, sonst wäre das in die Hose gegangen. Hier, nochmal bam. Na, komm schon, Junge. So, ich muss einen anderen Zauber mal, glaube ich, investieren, weil die Spektralklinge ist ganz gut, wenn du nur gegen einen Gegner kämpfst, aber bei so vielen. Warte mal kurz, bevor du weiterziehst. Na klar. Ja, den hau ich nochmal weg gerade. Cool, ich habe jetzt auch die Explosion auf der 4. Hab ich gar nicht gemerkt. Die wollen wir natürlich gleich mal ausprobieren. Na, so ein Zufall. Haben wir nicht gerade noch gefragt, ob wir da rein müssen in die Kanalisation? So, mal ganz kurz. Bin bereit. So, wollen wir? Jo. Auf geht's. Quest beendet. Und jetzt nochmal die Elendsgrube finden, wie es aussieht. Ich habe meine Mutter Adria gefunden. Sie lebt. Aber die kaiserliche Wache hält sie irgendwo hier unten gefangen. Wir werden sie finden. Na, wenn der Sarazar das verspricht, dann machen wir das natürlich. Eine aufgeblasene Leiche. Was hast du denn mit der wieder gemacht? Hab ein bisschen angeritzt. Magda hat die Wahrheit gesagt. Meine Mutter lebt. Irgendwie wusste ich es. Ich habe es immer gewusst. Aber ihr habt sie nie gekannt. Seid vorsichtig. Ey, ich habe ja immer noch die Spektralklinge. Was soll das denn? Nicht immer so, wie sie erscheinen. Weil die Dinge nicht immer so sind, wie sie erscheinen. Change mal ganz kurz, wenn du willst. Ja, habe ich ja eigentlich. Komisch. Ah, jetzt geht's wieder. Komisch. Ach, super. So, aber weiter kommen wir ja auch nicht? Nee. Ich laufe schon mal ein bisschen voran, ne? Jo, ich folge dir. Ich musste gerade noch Gabelung einstellen für meinen Zauber. Die Rune. Ach, hier schon wieder Fliegen. Jürgen Fliege greift an. Den gibt's ja schon lange nicht mehr, ne, Jürgen Fliege? Ich weiß es gar nicht. War zu der großen Zeit der Talkshows. Was der jetzt macht, weiß ich nicht. Ich kenne nur den anderen Jürgen. Der macht das bei QVC oder sowas. Ach, den Jürgen aus dem Big Brother Haus. Ja, genau. Glauben, der Jürgen. Der damals in dem Ort, wo ich gewohnt habe, ein Fußballverein war. Alter Schwede.
Und jetzt mal Explosion. Na super. Bam. Was ist das denn da für ein Viech? Vorsicht vor dem Gift. Das ist meine Explosion gewesen. Das Grüne? Nee, das Grüne nicht. Das Feuer da. So, und wieder aufgeräumt. Ob als nächstes wohl irgendwas angreift? Was meinst du? Ich muss mal gerade ein paar Sachen wegwerfen, glaube ich. Was machst du denn da? Ich habe wieder ein bisschen Schund mitgenommen, so aus Reflex, weil der manchmal direkt neben dem Gold liegt und man sich dann auch mal schnell verklicken kann. Das stimmt. Geh mal hier oben lang. Keine Ahnung, wo wir hier hinkommen, aber irgendwas... Oh, so ein Leer da. Ach, das sind verpestete Leichen. Ja. Yeah. Die geht ja richtig ab hier. Wie ein Zäpfchen. So. Yeah. Das ist eine Haube, aber die ist nichts wert. Huah! Oh. Alter. Explosion. Ach, die Gegner sind... Ah, oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Bam. Boah, das hat richtig reingebasht. Alter. Hui. Die Explosion ist ja der Hammer. Dass die jetzt erst aktiviert habe. Ich alter Krass, Hammel. Da oben kommt gar nichts mehr. Explosion ist super. Ich gehe hier hinten, ne? Wo bist du? Ja, ich habe nur mal wieder meine Items analysiert, aber ich glaube, das war... Oh, warte, nicht warte, besser. Warte. Die Lea ist hier gerade, hat sich selbstständig gemacht. Moment, wo geht's denn hier rein? In die Elendsgrube. Die Elendsgrube. Adrias Gefängnis, wollen wir? Warte mal ganz kurz, lass kurz auf die Karte schauen, ob wir auch alles abgedeckt haben. Wahrscheinlich nicht. Nee, da vorne gibt's noch ein bisschen was. Ist aber, glaube ich, auch fast egal, oder? Ja, nicht, dass einer sagt, ey, ich wollte aber hier, siehst du, Truhe. Und Feinde. Ach, und Scheiß aus. Ach, Scheiße, aber richtig fette. Lass mal einfrieren, die Scheißdinger. Infektus. Infektus, der Abrechner. So, der Abrechner. Ja, hat sich gelohnt. Aber wie viel Gold liegt denn hier bitte? Ach, Mensch. Du rennst doch einfach immer weiter. Ohne Rücksicht auf Verluste. Aber danke für das Gold. Ja, immer gerne, immer gerne. Oh, so, Vorsicht, da kommen gleich wieder ein paar. Nochmal Explosion. Voll verschwendet. Naja. Bin ich auch zum Glück nochmal weitergegangen. Habe ich nicht aktiviert. Amulett des Blutegels. Ach, wo kommen wir denn her? Die wurden betrogen von ihrer Frau. Und deswegen sind die jetzt hier unten. Da würde ich mich aber auch ärgern. Ja, wenn ich so aussehen würde, ist das kein Wunder, wenn er von einer so, Frau. So, geh nicht in die grünen Wolken rein übrigens. Cool, da liegt aber Leben, das könnte ich gebrauchen. Nehme ich mir mit, zack. Hat funktioniert. So, hier ist noch eine alte Ranzleiche mit Scheiße drin. Im wahrsten Sinne des Wortes diesmal. Hier auch noch. Plopp. Ach, 33 Gold, komm, scheiß drauf. Boah, meiner hat über 120 dabei, das ist schon eine Stange. Also zusammengezählt. Du bist so goldgeil. So. Oh, hier. Über 160. Was? Aber du hast wahrscheinlich auch die passenden Waffen dafür, ne? Angelegt. Ja, ich glaube, ich habe weniger auf Erfahrung, sondern mehr auf Gold, Intelligenz und so. Also ja. Vor allem auf meine Werte habe ich geachtet. Warte mal, wir haben die immer noch nicht komplett entdeckt. Ist doch egal. Mach Na gut. Mach halt, komm. Die zwei, drei Truhen. Huch. Dies kann während des Boss abbrechen. Machen wir das nochmal neu. Und nochmal. Annehmen. So. Seelenstein. Wir wissen von den Dreien, mit denen die Horadrim die großen Übel gefangen hatten. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat allen Grund, ihn zu fürchten.